أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مثل البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل البهيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir haben die letzte Woche mit dem neuen Kapitel angefangen, Kitab al-Nikah, alles, was die Heirat betrifft. Und wir wollen inshallah ta'ala dieses großartige Thema, was sehr, sehr wichtig ist für jeden Muslim, ebenfalls studieren, wie wir auch die anderen Kapitel studieren. Ich finde allerdings nur eine Sache, ehrlich gesagt, sehr, sehr traurig, dass so wenige Leute mitschreiben. Also entweder habt ihr ein Gedächtnis wie Imam Ahmed. Es gab so welche in der Zeit der Salaf, wenn sie ein Buch gehört haben mit über 1000 Strophen, hatten sie es gleich auswendig. Wenn ihr so welche seid, dann entschuldige ich mich. Aber wer doch nicht diese Fähigkeit, großartige Fähigkeit von Allah Azza wa Jal bekommen hat, so empfehle ich ihm. Weil das Traurige ist ja, ihr sitzt ja hier, ihr investiert Zeit. Und ich gehe natürlich vom Guten aus, dass ihr etwas lernen wollt. Nur, warum das Gelernte nicht weitergeben? Aber wie können wir das weitergeben, wenn wir es nur für den Moment hier behalten haben, das Wissen? Und stellt euch vor, wir alle sind etwas nachlässig in der Weitergabe der Religion. Wer gibt die Religion dann weiter? Freuen wir uns nicht, dass die Gelehrten uns die Religion beigebracht haben. So müssen wir versuchen, liebe Geschwister, das weiterzutragen. Das heißt nicht ein Hadith hören, eine Ayah hören und dann rausgehen und Dawah machen, wie viele Leute das heute falsch verstehen. Man macht nicht sofort Dawah. Und es ist auch nicht verpflichtend für jeden, Dawah zu machen. Sondern wenn du erstmal etwas erlernt hast, und das, was du gelernt hast, von jemandem bestätigt wurde, der Wissen hat, dann kannst du dieses Wissen weitergeben und du sollst dieses Wissen weitergeben. Wie sollst du deinen Geschwistern sonst erklären, wie sie ihre Religion praktizieren? Und siehst du nicht, wie viele Leute die Religion falsch praktizieren? Die Mehrheit der Muslime praktiziert falsch. Richtig oder nicht? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Taftariku ummati ala 73 milla kulluha oder kulluhum fin nar illa millata wahida illa millatan wahida. Meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten, 72 gehen in das? In das Paradies? Das wäre schön. 72 gehen in das Höllenfeuer. Frage: Mehrheit oder Minderheit? Wer sagt? Ja, was die Mehrheit macht, ist richtig. Der ist auf dem falschen Weg. Allah Azza wa Jal sagt, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Wenn du den meisten auf der Erde folgen würdest, ja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, würden sie dich vom Wege Allahs wegbringen, weil sie richtig oder falsch praktizieren. Falsch. Deswegen ermahne ich mich und euch, dass wir immer mitschreiben, inshallah ta'ala. Wenn ich nach Westdeutschland komme, und da sitzen Leute, die sind jünger als ihr. Subhanallah, die haben Schreibblöcke. Und die schreiben alles auf, weil sie gerne auch dieses Wissen tatsächlich verinnerlichen wollen und auch später weitergeben wollen. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir hier in dieser Runde, ich kaufe euch auch die Blöcke, ich habe kein Problem damit. Hauptsächlich, Allah, ich kaufe sie euch. Hauptsächlich, ihr fangt an mitzuschreiben und ich möchte euch nur eine Sache sagen, wer Rira hat für seine Religion Eifersucht, Wallahi, für ihn ist das Wichtigste in diesem Leben, dass die Botschaft nicht verloren geht. Und gerade in so einem Land, ich meine, ich weiß, es gibt hier viele Gelehrte, auch in Berlin, das weiß ich, haben wir alles schon mitbekommen. Ganze Komitees von Gelehrten und so, haben wir alles. Aber die Frage ist doch, liebe Geschwister, welche Eifersucht haben wir für diese Religion? Wie viele haben die Möglichkeit zu lernen wie du? Die meisten lernen nicht.
Heute schönes Wetter, manche sind im Schwimmbad, manche sind in den Cafés, andere sind hier und dort. Die Frage ist, wer soll die Lasten der Umma tragen, wenn nicht du? Sagt man, ich soll die Lasten... Du. Allah hat uns Vorbilder vorgegeben, damit wir sie nachmachen. Aber ist jeder bereit, diese Vorbilder nachzumachen? Antwort nein. Subhanallah al-Azim. Diese Gunst gibt Allah Azza wa Jalla nicht jedem. Ein Bruder hatte damals mit mir geredet und meinte so zu mir, was denkst du, sollte ich ein Buch übersetzen über die Sahaba, die großen Geschichten und dies und das? Ich habe ihm gesagt, ich empfehle dir erstmal deine Religion zu lernen. Denn wer seine Religion nicht lernt, der wird auch nicht die Handlung der Sahaba verstehen, sag. Schaut mal, und der hat sich nur beschäftigt mit Geschichten und Khalid ibn Walid. Und schöne Geschichten, aber wenn man sie auch versteht. Und dann hat es einmal eine Razzia bei ihm zu Hause gegeben, dann hat er den Weg gelassen erstmal. Ja, was hast du von Sahaba gelernt? Du musst erstmal lernen, dich vom Höllenfeuer zu retten. Das braucht Wissen, was unter die Knochen geht. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ihr, die ihr glaubt, schützt euch erstmal vor einem gewaltigen Feuer und eure Familie. Aber erstmal hauptsächlich euch. Und das Problem ist, wir wollen heute andere retten, bevor wir uns selber gerettet haben. Das geht nicht, denn ein kranker Arzt kann nicht Leute behandeln. Wenn er krank ist, dann muss er erstmal gesund werden. Und daher, barakallahu fikum und jazakumullahu khairan, verzeiht mir, ich weiß ja, die Berliner werden gleich nachtragen. Es wäre trotzdem schön, wenn ihr das nächste Mal Blöcke mitbringt. Inshallah. Auch heute reden wir, für wen ist die Heirat Pflicht? Davor, liebe Geschwister, weil wir das letzte Mal auch mit der Khitba angefangen haben, was haben wir über die Khitba gesagt? Was ist die Khitba? Tfadal Munim. Die erst kennenlernen sozusagen. Ja, wir haben das konkretisiert. Das ist die Verlobung. Das ist das, ja, Verlobung, ja, würden wir übersetzen, aber was ist das vom Akt her, von der Handlung? Kennenlernphase. Heiratsantrag. Versprechen. Oder Anfrage. Eine Person ergeht mit seinen Eltern zu den Eltern der Frau, die er heiraten will, und macht eine Anfrage. Stellt einen Antrag. Ich möchte gerne diese und jene heiraten. Das ist Khitba. Das ist Khitba, liebe Geschwister. Und wir wollen, bevor wir über die Heirat sprechen, über zwei, drei Grundsätze sprechen, die wichtig sind für uns. Und wir haben auch gehört, dass es diesbezüglich viele Probleme gab. Wenn zu einer Schwester ein Mann gekommen ist, der um ihre Hand angehalten hat, dann ist das nach der Mehrheit der Gelehrten nicht erlaubt für dich, um dieselbige Hand dieser Schwester anzuhalten, wenn du weißt, da ist jemand vor dir gekommen. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, mit dem Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, La yakhtubu rajulu ala khutbati akhi. Eine Person, ein Mann, darf nicht einer Frau ein Heiratsversprechen machen, um ihre Hand bitten, wenn der Bruder schon bei ihr gewesen ist. Du hast über ein Mädchen erfahren, die dir so von dem, was du gehört hast, sehr gefällt. Dann entschließt du dich, ihr ein Heiratsversprechen zu machen. Dann hörst du, ein anderer Bruder hat sich bereits um ihre Hand beworben. Dann darfst du nicht ein zweiter Bewerber sein. Ja, ich fürchte Allah, diese Frau hat nur ein Herz. Wirst du ihr Herz brechen? Und so sind viele Probleme entstanden, ja? Und das ist das, was wir auch angefragt bekommen. Eine Schwester sagt, ja, einer ist zu mir gekommen und ich habe mich entschieden, mich mit ihm zu verloben. Dann hat sie aber was bekommen? Eine zweite Anfrage und der hat ihr besser gefallen. Ja, und wir sagen ihr auch, wenn du eine dritte bekommst, dann gefällt sie dir noch mehr. Und eine vierte erst recht. Und so wird man heiraten? Jetzt sagt sie, ich bin mit dem geblieben, weil ich ihn nicht verletzen wollte, aber mein Herz schlägt für den anderen. Katastrophe oder nicht? Wallahi al-Azim, Katastrophe.
Und ich sage dir, Bruder, fürchte Allah, weil wir wissen, dass so etwas passiert. Wenn dein Bruder dir zuvorgekommen ist, dann lass ihn. Und mache keine Probleme. Und beeinflusse das Mädchen nicht. Denn, wallahi al-azim, wenn Allah für dich geschrieben hat, dass du sie heiraten wirst, wird nicht dein Bruder sie heiraten, sondern nur du. Das heißt, es ist verboten, eine Heiratsanfrage gegenüber einer Schwester zu machen, wenn bereits bei ihr jemand zuvor war. Aber wenn du nichts von der Heiratsanfrage weißt, du weißt nicht, dass da ein Bruder da ist, dann kannst du eine Heiratsanfrage machen, weil allgemein ist das ja erlaubt, den Frauen eine Heiratsanfrage zu machen. Mafhum, den Unterschied? Dann erklär mir den Unterschied. Abu Orange. Also, wenn man davor schon weiß, dass einer einen Heiratsantrag gemacht hat, ja, sollte man keinen machen. Sehr gut. Weil es unbewusst ist. Weil es bewusst ist. Und wenn man es nicht weiß, dann ist es ja unbewusst. Also kann man einen Heiratsantrag machen, wenn man es nicht wusste. Sehr gut. Du bist bestimmt auf dem Gymnasium, ja? Ich bin fertig mit der Schule. Ja, das merkt man. Alhamdulillah. Sehr gut. Erster Fall. Ich weiß davon. Ein zweiter Bruder, ich bin der zweite Bruder, der sich hier um sie bewerben will, du darfst das nicht machen. Zweiter Fall, ich weiß gar nichts, dass sich jemand bei ihr beworben hat, du darfst das machen. Die Gelehrten unterscheiden noch einen Fall, wenn ein Fasiq, ein Unmoraler, ein Übler, eine Heiratsanfrage bei einer Schwester gestartet hat, dann sagen sie, diese Heiratsanfrage zählt nicht, weil dieser Mann nicht für diese Frau eigentlich islamisch gesehen in Ordnung ist. Das sagt zum Beispiel Ibn Qasim, rahimullah ta'ala, einer von der malikitischen Rechtsschule, wenn ein Unmoraler, ein Frevler sich um die Hand von einer Tochter bewirbt, von einer Frau bewirbt, dann zählt seine Anfrage sozusagen nicht. Das waren einige Ansichten von einigen Gelehrten. Und die Frau soll ihn sowieso nicht heiraten. Aber heutzutage, die Frau, und das wundert mich, die ist bedeckt. Dann kommt so einer und merkt, der ist von der Straße. Vielleicht verkauft er sogar Drogen oder sonstiges. Aber er hat grüne Augen. Jam heißt er. Jam mit grünen Augen. Und er trägt ein Muskelshirt, so dass die Bizeps schon wissen. Er hat ja vorher noch ein paar Liegestütze gemacht, bevor er gekommen ist. Dann sagt sie, ja, eigentlich möchte ich ihn nicht. Ja, und genau dieses Hihihi ist sehr gefährlich. Eigentlich möchtest du. Und was passiert dann bei den Schwestern? Hä? Was machen sie? Sie gehen diese Verbindung mit dieser Person ein. Was hören wir dann? Ein paar Wochen später? Oder manchmal noch in derselben Nacht? Hä? Sie sagt, das war nichts für mich. Ah, mashallah. Und ich schicke einen Brief an die Schwestern, einen Brief von Hassan al-Basri, rahimullah ta'ala. Er sagte, heiratet ein Gottesfürchtigen. Denn wenn er, der Gottesfürchtige, eine Frau liebt, wird er alles für sie machen. Aber wenn er sie nicht liebt, wird er sie zumindest nicht ungerecht behandeln. Subhanallah. Was sagte er? Wenn er sie liebt, dann wird er alles für sie machen. Und wenn er sie nicht liebt, dann wird er sie nicht ungerecht behandelt. Ist er nicht besser als jeder andere für sie? Aber die Frauen wollen keinen Gottesfürchtigen. Die wollen einen Kickboxer. Wir brauchen Männer für diese Umma. Und wir brauchen Frauen, damit wir endlich die Situation, die uns in fast allen unseren Ländern erfährt, endlich beheben. Und das schaffen wir nicht mit Kickboxer oder was weiß ich, oder grünen Augen oder Muskeln. Das schaffen wir mit der Liebe zur Religion, der Befolgung Allahs und seines Gesandten. Möge Allah Azza wa Jal aus uns wahre Männer machen. Das ist wichtig, dass wir das erstmal zur Khitba wissen, liebe Geschwister, bevor wir überhaupt eine Heiratsanfrage stellen. Natürlich, manche stellen die Frage, ich bin ein Mann, brauche ich jetzt ein Wali oder nicht? Braucht der Mann ein Wali? Zum Beispiel, er geht und möchte um die Hand von einer Frau anhalte. Wir kommen dazu, liebe Geschwister. Ist die Heirat für jemanden Pflicht?
Al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, sagt, wenn eine Person in der Lage ist zu heiraten und er fürchtet, dass seine Religion Schaden erfahren kann, weil er vielleicht was begehen kann, Sinner, so ist der einzige Weg, sich davor zu schützen, zu heiraten. Und darüber gibt es keine unterschiedlichen Ansichten der Gelehrten. Alle Gelehrte stimmen darin überein. Und Al-Mardawi, rahimullah ta'ala, sagt, man khaf al-anat. Derjenige, der al-anat fürchtet. Anat wird hier übersetzt als Sinner, liebe Geschwister. فَالنِّكَاحُ فِي حَقِّ هَذَا وَاجِبْ. So ist die Heirat für ihn Pflicht geworden. قَوْلًا وَاحِدًا. Das ist ein Wort der Gelehrten. Das ist ein Wort der Gelehrten, liebe Geschwister. Das bedeutet hier in diesem Zusammenhang, du bist nicht verpflichtet zu heiraten. Die Heirat ist Sunnah. Aber gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ich möchte mich nur auf die Ibadah konzentrieren und Heirat kommt mir hier nicht in den Sinn. Das ist falsch. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, inni atazawaj an-nisa, wahrlich, ich heirate auch die Frauen. Und es war eine Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Frauen zu heiraten. Und wir haben auch die Überlieferung das letzte Mal gehört, derjenige, der eine Frau heiratet, was erfüllt er hier in diesem Sinne? Die Hälfte der Religion. Die Hälfte der Religion, das heißt Ibadah. Yachi, das ist Ibadah, wenn du eine heiratest. Gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, nein, ich will nicht heiraten, ich will mich nur auf die Ibadah konzentrieren. Und dann sagst du, ja, Sheikhul Islam war nicht verheiratet, Imam Nawawi war nicht verheiratet. Richtig, Imam Nawawi war ungefähr zwischen 32 und 35 Jahren. Dann sagte man zu ihm, und ihr kennt alle den großartigen Gelehrten, der sehr, sehr beschäftigt war, den Menschen die Religion beizubringen, dann sagte man zu Imam Nawawi, rahimullah ta'ala, man sagte zu ihm, ja Imam, warum heiratest du nicht? Er sagt, ihr habt recht, hätte ich daran gedacht, dann hätte ich es getan. Sie waren beschäftigt. Sheikhul Islam, Imam Nawawi und so weiter, sie waren beschäftigt. Deswegen haben sie das gar nicht so mitbekommen. Aber nicht, weil sie nicht heiraten wollte. Außerdem gab es damals Sklaven. Auf jeden Fall. Es war so. Es gab Sklaven. Das war so damals gewesen. Heute nicht mehr, ja? Dass du irgendwo nach Honolulu fliegst und sagst, doch, doch, ich habe eine gesehen. Na, auf jeden Fall zwei Zustände. Wenn du nicht befürchtest, Sinner zu machen, dann kannst du dir Zeit lassen. Ab wann wird aber eine Ehe verpflichtend, Rabia? Wenn du befürchtest, Sinner zu machen. Sehr gut. Wenn du befürchtest, Sinner zu machen, wird die Ehe für dich Pflicht. Aber was heißt das? Soll ich dann mit dem Taschengeld von meinem Vater losziehen und sagen, ich heirate jetzt einen? Nein. Das heißt, du musst dich dann auch darum kümmern, dass du der Frau etwas geben kannst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wie Abdullah ibn Mas'ud berichtet hat, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam shababan. Wir waren mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als wir noch jung waren. La najidu shay'an. Wir hatten nichts, das heißt, wir hatten nichts Großartiges an Vermögen. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ya ma'shar ash-shabab, o ihr Jugendlichen, man istata'a al-ba'ata minkum falyatazawwaj. Derjenige, der von euch al-ba'a wird hier übersetzt mit den Unterhalt beschreiten kann. Natürlich, du musst ja der Frau auch was bieten. Von Luft und Liebe lebt sie nicht. Sondern von Döner und Multivitamin. Musst ihr was leisten. Derjenige, der von euch in der Lage ist, den Lebensunterhalt zu beschreiten, so soll er heiraten. Warum soll er heiraten? Hört mal. فَإِنَّهُ أَرَبُّ لِلْبَصَرِ. Denn das hilft einem dazu, was zu senken? Die Blicke. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Und es ist besser, um das Geschlechtsteil zu bewahren. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ. Aber derjenige, der das nicht zu leisten vermag. Schaut mal, diese wunderbare Religion, subhanallah. Sie sagt uns, was wir tun sollen. Aber auch wenn wir eine Sache nicht tun können, gibt sie uns trotzdem ein Medikament. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ. Derjenige, der das aber nicht zu tun vermag. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Der soll fasten. Denn das Fasten ist für ihn ein Schatz.
sagt man, ich habe es probiert mit Fasten, aber ich drehe trotzdem durch. Wenn wir Fasten meinen, dann meinen wir auch die Blicke, hä? Senken. Du kannst 10-mal fasten, wenn deine Augen offen sind, wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen ist das Fasten verbunden mit dem Blick senken, so dass du nicht dazu geführt wirst, dass du trotzdem an diesem Tag vielleicht sogar das Üble tust. Allah Azza wa Jal sagt, وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِ. Diejenigen, die keine Möglichkeit zum Heiraten finden, sollen keusch bleiben. Das heißt, sie sollen sich davor bewahren, Sinner zu machen, bis Allah sie durch seine Huld reich macht. Allah hat uns gesagt, wir sollen geduldig sein. Bis Allah Azza wa Jal uns reich macht, indem er uns mit einer verheiratet, liebe Geschwister. Und das Wichtige ist wirklich dabei, dass man versteht, man kann durch das Fasten die Gelüste einschränken. Aber nochmal mit der Voraussetzung, dass man auch wirklich seinen Blick senkt. Das erstmal, ob die Heirat verpflichtend ist oder nicht. Und das gilt für beide natürlich. Das gilt für den Mann und das gilt auch für die Frau, liebe Geschwister. Eine Frage erstmal hierzu, bevor wir weitermachen mit den Vorbedingungen einer Ehe. Wir haben darüber geredet, wann es verpflichtend ist zu heiraten. Wir haben über die Khitba geredet, wann ein Mann einen Heiratsantrag machen darf und wann nicht. Na. Gehen wir davon aus, dass einer einen Heiratsantrag einer Frau macht, ja, und hört erst im Nachhinein, dass da schon ein Antrag von einem anderen Bruder war. Na. Wenn ein Bruder einen Heiratsantrag macht und später erfährt, dass da mit einer gewesen ist. Du hast zu dem Zeitpunkt das nicht gewusst. Okay? Du hast zu dem Zeitpunkt das nicht gewusst. Und der Beweis dafür ist Fatima bin Qais, radiallahu anha, war da, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie gesehen hat und sie ihm erzählte, dass jemand um ihre Hand angehalten hat und dass ein zweiter hinzugekommen ist, dann hat er nichts weiter dazu gesagt. Sonst hätte er ihr gesagt, rasier den zweiten ab. Okay? Was er nicht getan hat, hier in diesem Sinne, wallahu ta'ala a'la wa a'la. Taib, dann reden wir über die Vorbedingungen einer Ehe. Erstmal verstehen, liebe Geschwister, beide Ehepartner müssen klar identifiziert werden durch die Nennung ihrer Namen oder ihrer Beschreibung. Wenn jetzt zwei Leute heiraten wollen, dann müssen sie namentlich bekannt sein. Nicht, dass einer kommt und sagt, ich bin Abu Muqatl 1245. Ja, wer ist das? Wir brauchen keine Facebook-Namen, wir brauchen den richtigen Namen. Wir müssen wissen, wer diese Person ist, um wen es sich handelt. Denn es geht hier um eine Ehe, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, La tunkahu al-ayyimu hatta tusta'ma, wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'adha. Qalu ya Rasulallah, وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُمْ. Eine bereits geschiedene Frau darf nicht verheiratet werden, bis sie dieses selbst zulässt. Dagegen darf eine Jungfrau erst verheiratet werden, wenn sie zuvor nach ihrem Einverständnis gefragt wurde, oh ihr Shaitan TV, die ihr sagt, wir haben Zwangehe. Einige Leute fragten, oh Gesandter Allahs, wie sieht dann ihre Einwilligung aus von dieser Jungfrau? Der Prophet Muhammad sallam sagte, indem sie schweigt. Ah, das heißt, eine Vorbedingung von einer Ehe ist auch, die Personen müssen damit einverstanden sein. Es ist verboten, dass man jemanden verheiratet, der sein Einverständnis nicht für diese Heirat gegeben hat. Mit anderen Worten, diese Ehe ist sogar ungültig. Beweis haben wir angeführt. Eine geschiedene Frau, natürlich hier Ayyim, man kann das übersetzen als eine verwitwete oder geschiedene Frau. Sie darf nur verheiratet werden, bis sie das selbst zulässt. Das heißt, sie wird nicht dazu gezwungen. Und eine Jungfrau wird auch erst verheiratet, wenn sie ihre Einverständniserklärung dazu gibt. Und manche von den
muslimischen Jungfrauen, sie sind schamhaft und sie schweigen. Ihr Schweigen bedeutet eine Zusage. Nicht, dass du sie knebelst am Mund und sagst, ja, ja, sie hat geschwiegen. Du sollst sie nicht zum Schweigen bringen, sondern sie soll von sich aus schweigen. Und dann weiß man aber auch, das ist in diesem Falle so in Ordnung. Das ist die Vorbedingung von einer Ehe. Beide müssen zustimmen. Dann, liebe Geschwister, ein Wali und zwei Zeugen müssen anwesend sein. Ein Wali und zwei Zeugen müssen anwesend sein. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Das Richtige ist hier, was die Mehrheit der Gelehrten gesagt haben, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, لا نكاح إلا بولي وشاهدين. Es gibt keine Heirat ohne ein Wali und zwei Zeugen. Und in einer anderen Überlieferung, لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. Es gibt keine Heirat außer mit einem Wali und zwei vertrauenswürdigen Zeugen. Okay? Und nach der richtigen Ansicht gilt das auch für eine geschiedene Frau. Manche Gelehrte sagen, für eine geschiedene Frau muss kein Wali, doch, weil der Prophet Muhammad das allgemein gesagt hat. Tayyib, welche Eigenschaften hat der Wali? Erstmal, er muss zurechnungsfähig sein. Nicht, dass die Frau ihren Bruder nimmt, der ist 10 Jahre alt und weiß sowieso nicht, wie die Welt funktioniert, sagt sie, das ist mein Wali. So funktioniert das nicht. Er muss zurechnungsfähig sein. Er muss erwachsen sein. Muslim brauchen wir nicht darüber zu reden. Natürlich ist sowieso die Pflicht, dass er ein Muslim ist. Denn ein Kafir kann eine Frau nicht verheiraten, liebe Geschwister. Er muss männlich sein. Das bedeutet, nicht die Mutter verheiratet die Tochter, sondern der Vater. Er muss männlich sein. Und der Wali ist entweder der Vater oder der Großvater oder der Sohn oder der Bruder oder der Neffe oder der Onkel und so weiter. Aber das sind ihre Maharim natürlich. Der Vater kann sein Walischaft abgeben. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht will er mit dem Mädchen nichts mehr zu tun haben. Es gab eine Scheidung. Er ist mit seiner Frau geschieden. Dann sagt er, ich möchte nichts mehr mit der Familie zu tun haben. Gibt es solche Fälle oder nicht? Dann kann er das an den Onkel weitergeben, an den Bruder weitergeben, an den Opa weitergeben und so weiter und so fort. Dann kann dieser sie verheiraten. Dann braucht sie ihren Vater nicht mehr, liebe Geschwister. Und so gibt es verschiedene Fälle, warum der Vater das abtreten kann. Und wenn aber ein Wali nicht islamisch korrekt handelt, kann ihm die Walischaft entzogen werden. Zum Beispiel. Leider hörten wir diese Fälle, wal'iyadu billah, möge Allah azza wa jalla uns bewahren. Väter, die sich an ihre eigenen Töchter vergriffen haben. Und sie jahrelang missbraucht haben mit dem, genau was ihr gerade denkt. Natürlich, in einem islamischen Staat würde man ihn steinigen, weil er was gemacht hat? Sinner. Und Sinner als Verheirateter. Die Sache wäre klar. Aber wir leben hier an einem anderen Ort, liebe Geschwister. Und deswegen ist die Sache so, wenn diese Person ein Übelstunder ist, indem er sich an seine Tochter vergreift oder den Islam auf eine üble Art und Weise bekämpft, seine Tochter schlägt und so weiter, von diesem kann die Walischaft entzogen wird. Ein Richter kann das machen. Ein Richter kann dieses tun, liebe Geschwister. Aber was wir heute erleben, dass manche Jugendliche eine Schwester heiraten wollen und dann sagen sie, ja, sie hat keinen Wali, dann fragen wir, wo ist ihr Wali? Ja, ja, der ist kein Muslim, der betet nicht. Ich hatte letztens einen bei mir in der Moschee, der kam und meinte, kannst du für mich den Heiratsvertrag schreiben? Ich sage erstmal, wer bist du? Ich bin der und der und ich möchte die und die heiraten. Dann sage ich, okay, wo ist der Wali? Hat er seine Einverständniserklärung dafür gegeben? Nee, der ist kein Muslim, der betet nicht immer. Ich habe ihm gesagt, also das heißt, für dich ist er kein Muslim, der ist ein Kafir. Ja, ja. Ich habe ihm gesagt, betest du jedes Gebet? Nee, nicht jedes. Ich habe ihm gesagt, dann bist du auch ein Kafir.
Ich darf dich gar nicht verheiraten. Denn ein Kafir darf nicht einen Muslime heiraten. Ich habe das natürlich nicht gesagt. Ihr versteht schon, wie ich das gesagt habe. Sogar Allah Azza wa Jalla uns davor bewahren, dass wir diese Urteile treffen, wer ein Muslim und wer ein Kafir ist. Die Sache ist, das erleben wir heute in dieser Zeit, dass Jugendliche kommen, die noch nicht sauber hinter den Ohren sind, die ein, zwei PDF-Dateien über Tarot gelesen haben und jeder ist dann für sie ein Tarot. Er sagt Tarot. Ja, wir lernen erstmal das Wort auszusprechen. Und einer redet letztens über die Ulama schlecht, sagt er, die Ulama. Lern erstmal zu sagen die Ulama, bevor du über sie redest. Die Ulama. Masha'Allah. Kann nicht mal ihren Namen aussprechen, aber will über sie reden. Und das ist ein sehr gefährlicher Weg, den viele gehen heutzutage. Dass sie einfach den Wali, den Vater vom Islam, ausschließen und sagen, sie hat sowieso keinen Wali, also kann ich sie heiraten. Wisst ihr, wie viele Ehen so gemacht wurden? Und schaut mal, wie die Mädchen von Allah Azza wa Jal bestraft werden. Da kommt so ein dahergelaufener, unverschämter, unerzogener, der nichts über die Religion weiß und erzählt dem Mädchen, ja, dein Vater ist ein Käfer, obwohl von manchen auch die Väter, wie wir gehört haben, im Moscheevorstand waren und islamische Sachen organisiert haben für die Umma. Nee, nee, der ist ein Käfer. Der ist bei Dittem, der ist ein Käfer. Der ist bei das, der ist ein Käfer. Eigentlich sind alle Kuffar außer er. Die Frage ist jetzt bei dieser Person, er sagt zu ihr, dein Vater fungiert nicht als Wali. Was macht dieses Mädchen, die jahrelang von diesen Eltern erzogen wurden, die ihr alles gemacht haben, die sie wie Tochter aufgezogen haben, wie eine Tochter aufgezogen haben, die geht einfach mit dem Jungen weg. Subhanallah, schaut mal. Die schmeißt einfach mal ihre Eltern so zur Seite, die alles für sie in diesem Leben gemacht haben und zieht davon mit irgendeiner Person, die sie nicht kennt. Aber schaut mal, was wir gehört haben. Die wurde zusammengeschlagen, er hat sie in ein anderes Land gebracht, bespuckt, entehrt und so weiter. Und zum Schluss hat er sie weggeschmissen. Strafe von Allah. Weil wer seinen Eltern gegenüber ungehorsam ist, wer einen anderen Weg beschreitet, so wird er erfahren, was Allah für diese Person vorbereitet hat. Deswegen, liebe Geschwister, es ist Voraussetzung, dass ein Wali vorhanden ist und dieser Wali, er verheiratet dann auch die beiden, er verheiratet dann auch dieses Mädchen. Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Denn viele Leute haben dieses Thema nicht wirklich ernst genommen. Natürlich, ein Wali, haben wir gesagt, ist Voraussetzung, damit das Mädchen heiraten kann. Muss das immer ihr Vater sein? Was haben wir gesagt? Na? Großvater. Onkel. Also es muss nicht immer ihr Vater sein. Aber in der Regel ist es der Vater. Und man kann ihn nicht einfach so die Walischaft entziehen. Und die Heirat, wir haben gehört, der Einzige, der gesagt hat, man kann ohne Wali heiraten, war wer? Abu Hanifa. Was meint ihr, wie viele ihn auf einmal lieben? Der sagt, ich folge Abu Hanifa. Auf einmal, mashallah. Und das sind die Leute des Gelüstes. Auf einmal folgen sie wem? Abu Hanifa. Vorher hat er immer gesagt, wenn du ihn gefragt hast, was folgst du? Koran und Sunnah. Aber jetzt geht es um ein Mädchen. Deswegen folgt er Abu Hanifa. Was ist das Urteil, wenn man ohne Wali heiratet? Die Heirat ohne Wali ist ungültig. Und dieses ist die Ansicht der meisten der Gelehrten. Sheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, sagt, dass diese Heirat ohne Zustimmung des Wali ein Ta'zir zur Folge hat. Und dieses war die Ansicht von al-Shafi'i. Ta'zir ist Strafe. Der Richter kann eine Strafe verhängen für denjenigen, der ohne Wali geheiratet hat, beziehungsweise für die Frau. Und dann kriegen sie die Strafe in einem islamischen Land, weil sie ohne Wali geheiratet haben. Aisha radiallahu anha wa ardaha sagte, und das sind die Beweise, klaren Beweise, dass ein Wali, natürlich haben wir gehört, keine Heirat ohne ein Wali, und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ayyuma imra'atin lam yunkihha al-wali fa nikahuha batil. Eine Frau, die ohne ein Wali verheiratet wird, so ist ihre Ehe ungültig
ungültig, ungültig. Er sprach es dreimal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und Aisha sprach wahrlich gewaltige Worte, sie sagte, la tuzawwiju al-imra'atu nafsaha, fa innal baghiya hiya allati tuzawwij nafsaha. Keine Frau sollte sich selbst verheiraten, denn nur die Prostituierte ist diejenige, die sich selbst verheiratet. Und wenn eine Schwester etwas von Gottesfurcht hat, dann sollte sie dieses niemals tun. Aber auch aufpassen hier. Es kann der Fall sein, dass der Vater der Wali ist von ihr, aber er will für sie nicht einen religiösen Mann, sondern einen Dunja-Mann. Gibt's oder gibt's nicht? Hauptsache er hat Para, Aranib, Mäuse, richtig? Er sagt, alles andere ist mir egal. Auch wenn er dich zusammenschlägt, Hauptsache er bringt Geld nach Hause und gibt mir auch natürlich einen Teil. Das ist für ihn wichtig. Hier ist die Sache nicht so einfach. Wenn die Frau sagt, mein Vater will mich mit einem nicht praktizierenden Sünder verheiraten, der Geld hat oder ähnliches und akzeptiert überhaupt keinen Gläubigen, dann kann die Walischaft des Vaters auf einen Richter übergeben werden. Aber man muss zuvor mit dem Wali geredet haben. Weil sonst wird das Probleme geben oder nicht? Natürlich. Ich hoffe, man hat das verstanden. Die Frau braucht in jedem Fall ein Wali, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten. Okay? Wenn sie geheiratet hat ohne Wali, dann hat sie was begangen? Was ist mit ihrer Ehe? Ungültig. Sie ist ungültig. Allgemein ist sie ungültig. Die Gelehrten schließen einen Fall aus, wenn die Frau damals das nicht wusste und der Mann, und die haben geheiratet und dachten, die sagen, wie sagt man auf Türkisch? Nikah Hoca, sagen die. Wer ist Türke hier? Wer ist Türke hier? Hoca Nikah. Ich hab's nur vergessen. Hoca Nikah. Die dachten wirklich, so wäre es gültig. Und weil sie auch nach der hanafitischen Rechtsschule und so weiter und so fort leben, dann sagt man diesen Leuten, schreibt euren Heiratsvertrag einfach nochmal neu. Mit einem Wali und zwei Zeugen. Auf jeden Fall. In jedem Fall braucht man einen Wali. Wenn man keinen Wali hat, ist die Ehe allgemein ungültig. Das heißt, wer weiß, man braucht einen Wali, seine Ehe ist ungültig. Und die beiden müssen voneinander getrennt werden. Sagt man, respektiert ihr nicht die anderen Meinung? Die Sache hat nichts mit Respekt der Meinung zu tun, sondern sie hat mit was zu tun? Mit dem Beweis. Wie ein großer Gelehrter sagte, wir lieben alle Gelehrte, aber wir lieben den Beweis mehr als sie. Verstanden? Deswegen, wenn eine Person jetzt zum Beispiel ohne Wali heiraten will, dann informiert man diese Person, damit sie nicht den Fehler macht. Denn wenn sie ohne Wali heiratet, liebe Geschwister, ist ihre Ehe allgemein ungültig. Okay? Tayyip. Wer hat eine Frage dazu? Tfad. Was ist, wenn eine Frau keinen muslimischen Mahram hat? Sehr gute Frage. Was ist, wenn die Frau, und wir wissen, viele Frauen konvertieren hier, möge Allah Azza wa Jal die Shahada von ihnen annehmen, sie haben keinen Muslim in ihrer Familie, dann ist nicht irgendjemand ein Wali von ihr, lieber Bruder, sondern einer vom islamischen Zentrum, der bekannt ist und vertrauenswürdig ist unter den Leuten. Nicht das, was manche Leute machen. Der bringt seinen Homie gleich mit, ja? Sagt er, das ist ihr Wali. Mashallah. Der wird auch sehr gut ihre Interessen vertreten, wenn er dein Homie ist. Denn was ist die Aufgabe vom Wali? Er soll die Interessen von wem vertreten? Von der Frau. Und das kann am besten natürlich erstmal jemand machen, der es aus ihrer Familie ist. Richtig? Und wenn jemand das dann vom islamischen Zentrum macht, der muss Allah fürchten und die Interessen für diese Frau sozusagen wahren. Das ist sehr, sehr wichtig. Na, deswegen, Achil Karim, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau konvertiert ist
dann ist ihr Wali jemand von dem islamischen Zentrum. Und der verheiratet sie dann praktisch. Passt aber auf, ja. Nicht, dass weil er ihr Wali ist, heißt es, er darf alleine mit ihr im Zimmer sein und ist so wie ihr Vater. Sonst wird er sie heiraten. Das heißt, trotzdem gibt es was zwischen beiden? Regel. Na? Wallahu ta'ala, ala wa ala. Gibt es eine feste Rangfolge der Walischaft? Ja, gibt es eine feste Rangfolge der Walischaft? Nein. Ja, so wie ich sie genannt habe. Okay. Ich habe sie vorhin so genannt. Na, tfadda. Du hast vorhin gesagt, islamischer Richter. Was ist in einem nicht-islamischen Land? Was ist in einem nicht-islamischen Land, wenn es keinen Richter gibt, dann kann man auch zu einem Imam gehen, der dann richtet zwischen den beiden. Aber jeder Imam darf das? Nein, nicht jeder Imam darf das, sondern ein Imam, der das Wissen auch dafür hat. Du hast gesagt, ein Erwachsener, also wenn jemand 15 zum Beispiel ist, ist er ja islamisch gesehen erwachsen nach einer Meinung. Kann er dann schon der Wali sein? Er ist in der Pubertät. Er ist in der Pubertät. Aber das hängt von seinem Geisteszustand ab. Es kann 15-Jährige geben, die sind wie Männer. Es kann aber auch 15-Jährige geben, der guckt doch Teletubbies. Deswegen musst du unterscheiden. Was haben wir gesagt? Was ist die Aufgabe vom Wali? Was muss er hauptsächlich können? Er vertritt die Interessen. Er vertritt die Interessen nach ihm. Weiß das jeder? Nicht jeder kann die Interessen von einer Frau vertreten. Das ist das Entscheidende. Na, Allah Ta'ala Allah. Tfadal Akhika. Muss der Wali anwesend sein? Also zum Beispiel muss der Wali anwesend sein? Auch eine sehr gute Frage. Mal angenommen, die Tochter wohnt woanders, als wo ihr Wali wohnt. Der Wali wohnt in Australien und die Tochter wohnt hier mit ihrer Mutter zum Beispiel in Deutschland. Ja. Weil der Wali muss gerade irgendwas erledigen in Australien. Also irgendwelche Krokodile zerlegen, oder? Auf jeden Fall, wie ist die Sache hier? Wenn man ihn kontaktiert, kann man das auch über Telefon machen. Okay? Ist kein Problem, bi'idhnillah ta'ala. Hauptsache, er gibt die Zustimmung und wir werden dann das nächste Mal auch... Oder wir machen das heute, das sind zwei Sätze, inshallah ta'ala. Na, tfadda. Ist es ein Grund, dass die Walischaft entzogen werden kann, wenn der Wali zum Beispiel aufgrund von nationalistischen Gründen... Kann die Walischaft von einer Person entzogen werden, der nationalistisch ist... und sagt, für meine Frau kommt nur ein, zum Beispiel, Türke in Frage. Wieso ist mir ein Türke als erstes eingefallen? Oder? Ich habe immer entschuldigt. Oder ein Türke in Frage, ja? So, die Sache ist so, es gibt noch Ultranationalisten, die sagen nicht nur Türke, der muss auch von derselben Stadt sein. Vom selben Dorf. Nachbar sein und im selben Stockwerk wohnen. Viel Spaß, die bleibt für immer zu Hause, die Erste. Subhanallah al-Azim. Deswegen, in dieser Fragestellung muss mit dem Wali gesprochen werden. Und ich bitte euch, dass ihr unterscheidet. Manchmal wirkt es so, als ob der Wali nationalistische Interessen hat. Unterscheidet bitte. Einer kann sagen, ich möchte für meine Frau nur, für meine Tochter nur einen Türken. Aber nicht aus Nationalismus, sondern weil sein Gedanke ist, wenn es Probleme zwischen ihnen beiden gibt, dann können sie schlichten. Das ist kein Nationalismus. Habt ihr verstanden? Oder er sagt, nein, wegen Sitten und Traditionen. Und ich sage ganz im Ernst, ich bin dafür. Ich bin dafür, dass Männer und Frauen aus Ländern heiraten sollen, die dieselben Traditionen und Sitten haben. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir haben viele Ehen erlebt, wo deutsche Frauen mit Araber und anderen geheiratet haben, ist alles fast den Bach runtergegangen. Weil sie sind total vom Wesen anders. Schaut mal, die deutschen Frauen sind hier anders erzogen worden, als wie ein arabischer Mann zum Beispiel das in seinen Vorstellungen hat, wie er eine Frau haben möchte. Das sind zwei Welten, die stoßen aufeinander. Bitte, das ist nicht nationalistisch, nur dass man mich versteht. Es gibt manchmal sehr große Konflikte, wenn die Traditionen und Sitten unterschiedlich sind. Jetzt zum Beispiel bei einem Araber kommt viel Besuch, richtig? Eine deutsche Frau kennt das nicht. Die haben einmal im Jahr Besuch bekommen. Wenn der Bestatter gekommen ist und gesagt hat, die Oma ist tot. Das war ihr Besuch. Ich mache das extra, weil damit man auch versteht, was ich meine. Die kommt vielleicht gar nicht so damit klar, dass sie die ganze Zeit Besuch empfängt und hier und da. Dann sagt sie, ich kann nicht mehr. Ich brauche meine Ruhe.
Aber bei uns in arabischen Haushalten ist das ganz normal, dass das Haus belebt ist. Oder ich sage andere einfache Beispiele. Der Mann kommt nach Hause und er hat zum Beispiel eine deutsche Frau und wollte was essen. Dann sagt er zu ihr, und mein Schatz, was hast du mir gemacht? Die sagt, wie was gemacht? Dann zu essen. Sag, mach dir selbst was. Aber passt auf, die meint das nicht böse. Sie ist aber so aufgewachsen. Die meint das wirklich nicht böse. So ist sie aufgewachsen. Ja, willst du ihre Tradition und ihre Art des Aufwachsens in einer Minute ändern? Das geht nicht. Außer natürlich die deutschen Frauen, die mit muslimischen Frauen oder mit muslimischen Familien groß geworden sind. Das ist eine Ausnahme. Aber allgemein, ich rede allgemein, allgemein, dass man mich nicht falsch versteht. Manche Traditionen passen nicht zusammen. Und ich höre von so vielen Scheidungen zwischen Araber und deutschen Frauen. Ich sage zu ihm, hättest du mich gefragt, hätte ich dir gesagt nein. Er sagte, danke, dass du mir das im Nachhinein sagst. Ja, was soll, woher sollte ich wissen, dass du sie heiratest? Weil diese Welten prallen aufeinander. Ich meine, lass uns mal Klartext sprechen. Rabir, du arbeitest, bist verheiratet, kommst nach Hause. Erwartest du, dass deine Frau dir Essen gemacht hat, ja oder nein? Ja, sei doch ehrlich. Sagt man, hat die ganze Ehe mit Essen zu tun? Nein! Hauptsächlich bei Arabern. So ist die Sache. Liebe geht durch den Magen. Oder ein anderes Beispiel. Eine heiratet eine Deutsche, die Deutsche. Für sie ist normal, dass sie zum Beispiel auch Beziehungen zu anderen fremden Männern hat. Ja, nicht Beziehung, aber so Kontakt. Ja, wird ein arabischer Mann das dulden, ja oder nein? Nein. Dann ist die Sache problematisch. Oder ein Araber, er erwartet, dass die Frau, wenn er nicht da ist, sich auch um den Haushalt kümmert. Dass die Wohnung gut riecht. Aber die Deutsche hat eine ganz andere Erwartung. Die sagt, nö, er soll selber mal, heute hat er frei, da kann er sauber machen. Ja, ich erzähle euch mal einen Witz. Drei Frauen unterhalten sich. Sagt die eine, ich weiß nicht mehr weiter. Mein Mann hilft mir überhaupt nicht im Haushalt. Wie kann ich ihn dazu bringen, dass er mir hilft? Dann haben sie ihr gesagt, schau mal, sag ihm den Hadith vom Propheten Muhammad sallam, dass der Prophet sallam immer seiner Frau Aisha geholfen hat. Dann hat sie ihm diesen Hadith gesagt und kam dann zurück zu den Frauen. Die haben gesagt, und? Wie ist das gelaufen? Sie hat gesagt, am ersten Tag habe ich nichts gesehen, am zweiten Tag habe ich nichts gesehen, am dritten Tag hat er die ganze Wohnung sauber gemacht. Die andere sagte, ich habe dasselbe Problem. Die sagten, sag ihm, dass der Prophet Muhammad sallam Aisha geholfen hat im Haushalt. Und das stimmt, der Hadith ist, wir haben jetzt nicht irgendein Hadith erfunden. Er hat ihr wirklich geholfen, sallallahu alaihi wasallam. Aber nicht, weil er es machen musste. Aus Fadl hat er das gemacht. Nicht, dass die Frauen das falsch verstehen. Die hat gesagt, dann versuche ich das. Dann ist sie zu ihrem Mann hingegangen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seiner Frau geholfen. Die sagten, und, was hast du erreicht? Ersten Tag habe ich nichts gesehen, zweiten Tag habe ich nichts gesehen, am dritten Tag war die Wohnung gänzlich sauber. Dann sagte eine, die mit einem Palästinenser verheiratet war, sie sagte, ich habe genau dasselbe Problem. Mein Mann hilft mir niemals, nicht mal, wenn ich sterbe. Dann sagten sie zu ihr, bei uns hat es geklappt, mach das auch. Dann kamen sie wieder, die haben gesagt, und wie ist es gelaufen? Die sagte, am ersten Tag habe ich nichts gesehen, am zweiten Tag habe ich nichts gesehen, am dritten Tag ist mein linkes Auge kurz aufgegangen. Palästinenser. Sieht die Sache ein bisschen anders aus. Na, was will ich wirklich damit sagen? Ich meine, versteht ihr, was ich meine mit diesen Traditionsunterschiede und diese verschiedenen Arten und Weisen von Lebensweise? Ich hoffe, man versteht das. Das ist nicht nationalistisch, sondern das ist einfach Fakt. Und wir hören doch, wie viele Probleme es wegen diesen Themen gibt, liebe Geschwister. Na, dann wollen wir beenden, inshallah ta'ala, indem wir über die Bedingung, obwohl die Bedingung machen wir lieber das nächste Mal, weil da kommen einige Themen dazu,
die manche Frauen, glaube ich, auch interessieren, wegen den zwei Frauen, so, wie man das macht und so weiter und so fort, wo wir auch viele Probleme in der heutigen Zeit haben. Dann lassen wir das erstmal inshallah ta'ala bis hier und geben lieber Zeit für Fragen. Wenn jemand Fragen hat, kann er sie stellen, aber bitte nicht zu lang, weil ich auch dann weiter muss. Tfadal Ahmed. Dürfen wir als Muslime eher Ringe austauschen, als Bindung zur Ehe? Darf man als muslimisches Ehepaar Eheringe austauschen, sozusagen als Bindung zur Ehe? Wer das macht, hat Schirk begangen. Wer, versteht mich, wer Eheringe austauscht, Mann und Frau, erstmal, diese Sache ist nicht vom Islam, Nummer 1. Nummer 2, manche Gelehrte nennen das als Bid'ah, andere nicht. Nummer 3, diese Absicht, dass man sagt, ich gebe ihr einen Ehering und sie gibt mir einen Ehering und das wird unsere Bindung stärken, das ist Schirk. Weil wer regelt alle Angelegenheiten? Und nicht der Ehering. Allah, nein, Habib. Erstmal die Fragen der Frau. Wir bevorzugen sowieso immer die Frau. Wir sind Frauenversteher, Alhamdulillah. Taib. Ich hoffe, man hat das verstanden. Wer hat die Frage gerade gestellt? Ahmed. Ist klar? Nein. Schaut mal, wer die Ringe austauscht nach dem Motto, durch diese Ringe wird sich unsere Beziehung besser. Und das ist bei manchen wirklich so der Fall. Dieses ist Shirk wal-Iyadu Billah. Wie kann man das aber machen? Meine Frau will unbedingt einen Ring. Schenk ihr einen Ring, aber nicht mit der Absicht als, als Ehering. Was ist dieser Quatsch, Ehering? Wenn sie einen Ring tragen möchte, okay. Aber wir haben so etwas nicht wie Ehering. In unserer Religion, ich rede über unsere Religion. Und im Übrigen, was auch gemacht wird bei den Kuffar, die sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und stecken hier den Ring rein. Ja? Auch wenn man es nicht weiß. Das Nichtwissen einer Sache bedeutet nicht, dass sie nicht ursprünglich auch eine Bedeutung im religiösen Sinne von manchen Leuten hat. In jedem Fall gibt es bei uns keine Eheringe. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Verlobungsringe? Verlobungsringe, genau dasselbe. Sowas gibt es nicht. Das Einzige, was wirklich ein Mann und eine Frau machen können, er kauft ihr einen Ring, einfach so, als Geschenk. Und sie kann ihn einen Ring kaufen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch über ihn wurde berichtet, dass er einen Ring getragen hat. So, kein Problem. Als Geschenk. Aber nicht mit der Absicht für Ehe, wallahu ta'ala ala wa'ala. Sagt nur der Mann das Dua vor dem Geschlechtsverkehr oder der Mann und die Frau. Das machen wir noch, wenn wir dazu kommen, inshallah. Ich faste gerade nach. Kannst du mir sagen, bis wie viel Uhr ich essen darf? Ungefähr ist heute, denke ich, 20.44 Uhr. 41 ungefähr ist Maghrib. Guten Appetit. Ist es wahr, dass Frauen kein Gold tragen sollen, laut angeblich Sheikh al-Albani? Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hatte einige Hadithe angeführt, die auch sahih waren, aber er hat es so verstanden, dass das ein Goldverbot, nicht ein Goldverbot für die Frau allgemein ist, sondern natürlich, es gibt ein Ijma, ja, dass Gold erlaubt ist für die Frauen. Ich meine, Sheikh al-Albani ist kein kleines Kind, ja, er wusste schon, dass es diesen Ijma gibt und dieser Ijma ist von vielen Leuten angeführt worden, von den großen Gelehrten, aber Sheikh al-Albani hat dieses ringförmige, das gekreiste, hat er als verboten angesehen und deswegen hat er das unter diesem Kapitel aufgeführt. Die meisten Gelehrten haben das erlaubt, dass natürlich Frauen auch Eheringe, Frauen auch Ringe tragen können. Wallahu ta'ala. Kannst du uns sagen, wie das mit den 6 weißen Tagen ist? Kann man die 6 Tage vor den Pflichttagen fasten, weil man zum Beispiel seine Periode bekommt oder krank war und durch die Frist von Shawwal nicht einhalten. Die Sache ist so, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man sama Ramadan, derjenige, der den Monat Ramadan gefastet hat. Was meint er damit? Den ganzen Monat Ramadan. Thumma akba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Und daraufhin 6 Tage von Shawwal folgen lässt, nachdem er den ganzen Ramadan gefastet hat. So wird es für ihn gezählt, als ob er das ganze Jahr gefastet hat. Was bedeutet das? Erstmal muss man den ganzen Ramadan fasten. Und ich meine, wenn jetzt eine Frau ihre Periode hatte, wenn sie jetzt nicht eine lange, extrem lange Periodenzeit hat, es gibt Frauen, die haben 14 Tage oder länger. Na? Aber manche normal zwischen 5 und 9 Tage.
zwischen 5 und 9 oder 10 Tagen. Das ist das Normale bei den Frauen. So, dann schafft sie das. Dann schafft sie das, dass sie erstmal diese Tage nachfastet, weil der Monat Shawwal hat mehr als 10 Tage. Und danach die 6 Tage von Shawwal folgen lässt. Sie darf nicht die beiden Tage miteinander verbinden. Die Pflichtfasten Nachholtage mit den Shawwal-Tagen, das darf man nicht machen. Aber, liebe Geschwister, wenn sie das nachholt, okay. Wenn sie aber sagt, es waren mehr und ich kann das überhaupt nicht und das wird zu schwer für mich, aber ich möchte gerne den Lohn von Shawwal, dann gibt es Gelehrte, wie Sheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, er sagte, sie kann hier erstmal vorzugsweise die Tage von Shawwal fasten und dann später die Pflichtfastentage nachholen. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Woher weiß ich dann, dass der Bruder gut für mich ist oder der wegen Heirat kommt und mich aber niemand etwas über ihn sagen kann, wovon entscheiden? Natürlich, die Sache hat damit zu tun, liebe Geschwister. Wenn wir jetzt zum Beispiel heiraten wollen und wir wissen nichts über den anderen, dann ist das sehr, sehr schwer, sich ein Urteil über ihn zu bilden, außer dass man ihn persönlich kennenlernt. Aber wir wissen, es gibt sehr gute Schauspieler. Oh, ich kenne da ein paar Leute. Also ich glaube, die Hollywood-Größen werden alle beeindruckt von denen. Der kommt, wenn er heiraten wollte, auf einmal hat er einen Bart. Auf einmal ist er religiöser geworden. Der sagt Allah und sein Gesandter. Bis er sie geheiratet hat, dann holt er seinen Gürtel raus. So. Wir kennen diese Schauspieler. Der tut so, als ob er ein guter Mann ist. Auch Shia im Übrigen, der sagt nicht, dass er Shia ist. Der sagt das nicht. Und er heiratet. Und das ist die Schuld der Eltern, dass sie sich nicht richtig informieren, auch über diese Person, wer er ist. Es gibt so einen Witz, da ist ein türkisches Ehepaar, die haben ihre Tochter verheiratet und irgendwann kommt die Tochter und sagt zu ihrer Mutter, ich weiß nicht, irgendwas ist komisch, aber der Mann, den ich geheiratet habe, der macht nie Russel nach einer bestimmten Sache. Der macht nie Russel. Verstehe ich nicht. Dann sagt die Mutter, wie, der macht keine Russel? Sagt sie, okay, dann rede ich mit deinem Vater. Redet sie mit dem Vater und dann geht der Vater zu ihm hin und sagt, also hör mal gut zu, mein Sohn, eigentlich, wenn man eine bestimmte Sache macht, macht man Russel. Dann sagt der Mann, der Ehemann, warum soll ich das machen? Ja, weil wir Muslime sind. Wer hat dir gesagt, dass ich Muslim bin? Du hast mich nicht gefragt. Das ist ein Witz, aber da steckt viel dahinter, ja? Die informieren sich gar nicht. Schiite, kein Problem, oder? Alles kein Problem. Die Sache ist, man soll sich richtig nach dieser Person informieren. Natürlich, man kann sagen, ja, wenn keiner mir was über ihn sagen kann, was macht die Schwester? Er kommt zu ihr nach Hause, redet mit den Eltern, mit der Schwester, sie redet ein paar Mal mit ihm und dann macht sie Istikhara, weil niemand weiß besser Bescheid, was für dich am besten ist als Allah Azza wa Jal. Ein Mann kann dir 10 Jahre was vormachen und du kennst ihn nicht. Na? Aber du machst Istikhara und Allah Azza wa Jal wird dir insha'Allah ta'ala den richtigen Weg weisen. Wenn du willst, kannst du in YouTube gehen, Abul Bara eingeben und Istikhara. Darüber habe ich einen Vers gemacht. Kann jemand anderen als Wali einsehen, wenn mein Wali nicht wirklich Lust hat, den Mann zu treffen, sich nicht über den Mann informiert und einem ganz klar sagt und zeigt, dass er das widerwillig macht, weil er andere Dinge im Kopf hat, kann ihn das jemand aus der Moschee? Natürlich, ich habe das vorhin genannt, wenn ein Vater keine großartige Lust hat, sich darum zu kümmern, soll er die Walischaft abgeben. Dann gibt er das an seinen Bruder ab oder an seinen Vater ab, das heißt an dem Opa von diesem Mädchen oder an dem Onkel von diesem Mädchen oder an seinem Sohn, das heißt den Bruder von diesem Mädchen. Kein Problem, kann er abgeben. Mein Wali ist mein Stiefvater, nicht leiblich Vater und übernimmt keine Verantwortung für mich, wohne alleine, treffe alle anderen. Sowieso auch dein Stiefvater hat nicht die Walischaft. Dein Stiefvater hat nicht die Walischaft. Die Walischaft hat wer? Wer? Ihr richtiger Vater. Außer nochmal, er gibt sie ab. Außer nochmal, er gibt sie ab. Wallahu ta'ala ala wa ala. Und der Vater sollte ja Allah fürchten. Wenn er nichts damit zu tun haben will, dann soll er das abgeben. Aber er kann die Tochter nicht einfach so lassen. Na, wer hat alles noch eine Frage, damit wir das einschränken, inshallah? 1, 2, 3, 4, 5 und stopp. Na, klar. Außerhalb des Themas. Erstmal noch zum Thema. Wer hat noch zum Thema?
Gibt es eine Empfehlung oder eine Überlieferung oder eine Empfehlung von den Gelehrten, welche Fragen man der Frau stellt? Gibt es Empfehlungen von den Gelehrten, welche Fragen man der Frau stellt? Natürlich, jeder muss wissen, was seine Ziele sind. Jeder muss wissen, was seine Ziele sind. Zum Beispiel, wie gesagt, es gibt Leute, der heiratet eine Frau, so, weil er sie schön findet. Aber ein anderer, der heiratet nicht eine Frau, weil er sie einfach nur so schön findet, sondern er möchte eine Frau haben, die ihm hilft, ins Paradies zu kommen und die seine Kinder auf beste Art und Weise erzieht. So. Und man empfiehlt, dass man zum Beispiel zu der Frau sagt, hättest du ein Problem damit, wenn in unserer Wohnung kein Fernseher ist? Wenn sie sagt, was? Dann weißt du, sie will auf jeden Fall ein Fernseher. Na, aber ich meine jetzt, was auch einige Brüder machen, der ist übertrieben. Der holt eine Liste raus, möchtest du Hijra machen? Betzu Qiyamillah, wie viel Raka? Und als ob er das macht. Wallahi, manche erwarten von einer Frau viel mehr. Letztens sagt ein Bruder zu mir, ich möchte eine Frau heiraten, die mich zieht. Wie zieht? Du bist der Mann. Du solltest sie ziehen. Guck mal, mit welcher Absicht er schon, die mich zieht. Ich meine, es ist kein Problem, wenn ein Mann auch manchmal einen schwachen Iman hat und die Frau ihn hilft, aber von Anfang an, die mich zieht? Was ist das für eine Einstellung? Und ich habe darüber geredet, im Unterricht, das Loben, wehe euch und wehe mir, dass wir einfach so Brüder empfehlen und wir wissen eigentlich, wie ihr religiöser Stand ist. Aber weil sie unsere Freunde sind, sagen wir, ich kann dir den nur empfehlen. Wäre ich eine Frau, hätte ich ihn selbst geheiratet. Fürchte Allah. Denn du gibst dieser Frau einen Mann, vielleicht durch deine Empfehlung hat sie ihn genommen, und dann erlebt sie was ganz anderes. Vielleicht raucht er, geht noch in die Disco, hat ab und zu Freundinnen und so weiter und so fort. Wallahi, das steht in deinem Lohnbuch alles. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Deswegen nicht einfach so irgendetwas empfehlen. Man soll der Frau konkrete Fragen stellen, aber erstmal nicht gleich am Anfang. Ich meine, jetzt schau mal, du kommst jetzt zu einer Frau, die ist erstmal beschäftigt, so einen äußerlichen Eindruck von dir zu bekommen. Aber auch du, da kannst du nicht sofort mit Fragen kommen, so und so und so und so, sondern man lernt sich erstmal kennen. Und es kann sein, dass diese Frau ein anderes Verständnis von der Religion hatte als du. Aber ich empfehle euch, wenn ihr merkt, dass eine Frau in der Basis Taqwa hat, Gottesfurcht, dann heiratet sie. Auch wenn sie manche Dinge anders verstanden hat. Denn wenn sie gottesfurchtig ist, wallahi al-azim, dann wird sie dir folgen. Dann wird sie dir. Hauptsache, sie hat, und man merkt das, ob eine Person Scham und Gottesfurcht hat. Und dass man Frauen heiratet, die Scham haben. Ja? Und nicht, wenn du kommst, dann sagt sie, alles gesehen. Gibt's. Wir waren letztens bei, ich war mit einem Bruder, weil er hatte sich interessiert für eine Person. Ich bin mit ihm mitgegangen, das war in Westdeutschland. Und ich weiß, dass die Schwester normalerweise eine Niqab trägt. Auf einmal kommt sie ins Wohnzimmer herein. Ich dachte, ich fall vom Stuhl. Die trägt pflichtmäßig Niqab. Aber da war gar nichts mehr vom Niqab zu sehen. Wir saßen mit dem Vater so, reden mit dem Vater ganz normal. Auf einmal kommt die rein. Allah Mustafa. So ist die Sache. Deswegen, aber was denken Sie? Sie denken, ja, er soll mich doch sehen. Ja, er kann doch dann auch was von dir sehen. Nicht alles, sondern nur das, was wir besprochen haben. Was haben wir gesagt? Was darf er von der Frau sehen? Na? Ihre Wudu-Stellen. Ihre Wudu-Stellen nach der Ansicht von den meisten Gelehrten. Oder von einem Großteil der Gelehrten. Na? Manche haben das nur auf Gesicht und Hände beschränkt, mehr nicht. Wenn man verheiratet ist, darf man verheiratet? Nein, bevor man, wenn man verheiratet ist, zu spät, Dari. Dann hast du zu spät gehandelt. Okay, Achil Karim. Also es ist natürlich abhängig von deinem Ziel. Aber ich empfehle nicht, dass man erstmal die großen Fragen stellt. Sondern dass erstmal ruhig rangeht und einfach mal kennenlernt. Und es gibt welche, der kommt so zu der Frau und der hat sich gar nichts vorher überlegt. Der sagt, Assalamu alaikum, alaikum salam. Ja, ich heiße Murat, ja, ich heiße Leila.
Und dann gucken sie sich an. Und was, weswegen bist du jetzt gekommen? Ich habe mit einem Bruder gesprochen, ich sage ihm, was hast du sie gefragt? Ich frage, ich weiß nicht, ich meine gar nichts. Ich sage, jetzt musst du nochmal hingehen. Nee, nächstes Mal werde ich mir wirklich was überlegen. Ja, was nächstes Mal? Denkt so, subhanallah. Deswegen, man soll vorher auch sich Gedanken machen. Was wird man mit dieser Frau reden? Na? Nicht, dass du ihr so Playstation in die Hand schießt, du mal. Oder so. Na, wer hatte noch eine Frage? Tfadda. Also kann der Vater die Waliedschaft nur zu einem Familienangehörigen übergeben oder auch zu Freunden? Kann der Vater nur Familienangehörigen? Er soll erstmal Familie geben. Nochmal, bitte, wir haben das gesagt, der Wali vertritt die Interessen der Frau. Und eigentlich die Familie sind ihr am nächsten. Okay? Wenn er aber das jetzt zum Beispiel einen Scheich übergibt oder sowas, ist die Sache anders. Okay, aber erstmal versuchen aus der Familie. Na, es gab einen, der hat seinen Vater geschickt, damit er so vorspricht, weil er wollte eine Schwester heiraten. Und, nicht sein Vater, sein Hodja. Er hat seinen Hodja geschickt, dass der Hodja hingeht und vorspricht für ihn und dies und das. Zum Schluss hat der Hodja selber sie geheiratet. Okay. Der hat sie selber geheiratet. Tja, ich meine, na, Vater. Wenn ein Mann zeugnisunfähig ist, aber halt trotzdem immer noch Geschlechtsverkehr haben darf, darf der heiraten? Oder also wenn eine Person zeugnisunfähig ist, wie ist die Sache da? Darf er trotzdem heiraten? Natürlich, aber mit einer Bedingung, er muss die Frau darüber informieren. Denn wenn man eine grundlegende Sache im Heiratsvertrag, dazu kommen wir nächste Woche, inshallah ta'ala, nicht nennt, bewusst nicht nennt, ist der Heiratsvertrag na? Wallahu ta'ala ala. Taib. Und Abdul Latif, letzte Frage. Aber nicht zum Thema. Wir wissen ja, dass man Sunna-Gebete mit mehreren Absichten beten darf. Na. Zählt das auch zum Beispiel jetzt für die Shawwal-Tage, dass man die auf Montag und Donnerstag verteilt? Und mit mehreren darf man die Shawwal-Tage mit Montag und Donnerstag zusammen verbinden? Es gibt Gelehrte, die das erlauben. Ja, weil sie Qiyas gemacht haben in einer bestimmten Sache und sie sagen, das ist in Ordnung, wie in der Tat. Wallahu ta'ala ala wa... Ich war der Erste. Der hat sich genannt. Subhanak Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Und wir laden euch recht herzlichst am Mittwoch, inshallah ta'ala, ein. Über... Wie werde ich ein besserer Mensch? Werden wir über den Zorn, über Al-Ghadab sprechen. Leute, die schnell, aggressiv und zornig werden, wie sie das bekämpfen können. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Subhanak Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik.